Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld im Multiplayer. Hallo. Ich lass mal laufen. Ja. So, wo waren wir? Wir wollten Isakron. Ja, dem... Noguayem. Dem sollten wir demnächst mal was zu essen bringen. Das ist allerdings korrekt, aber wir schlafen gerade. Ja, so zur Abwechslung. Nein, ich schlafe nicht mehr. Ich futter gerade selber was. Du isst was, ja. Aber ja, und ich bringe dem jetzt auch was zu essen. Sehr gut. Wir haben übrigens ein Doppelbett aus Holz, das schlecht ist. Ja. Könnte ich irgendwann mal ein neues bauen? Ja. Weil meine Konstruktion geht in Richtung 19. Alles klar. So, den Tisch habe ich abgebaut. Zack, hat der Kerl einen Tisch. Ja, jetzt kann er zumindest nachher nicht mehr behaupten, er hätte ohne Tisch essen müssen. Richtig. Ich denke, das ist wichtig. Soraya versprach Isakorin das Blaue vom Himmel und fragte, ob er der Kolonie beitreten will. Ja. Alles klar. Interessant, was machst denn du eigentlich noch bei dem im Raum? Die Wände glätten, oder? Wände glätten, ganz okay. Genau. Okay. So, mein liebes Lunix, was tun die? Putzen. Tun putzen. Lunix zum Putzen. Leichte Schmerzen, dunkel. Jo. Ja. Ja, okay. Aber sonst alles gut? Alles fein? Oh. So, ich bin topfit. Achso, ich muss ja oben wieder Zeug hinschieben. So. Jan und Lunex machten sich Gedanken über den Zusammenhang zwischen Gesetz und Kunstgeschichte. Und ihr spracht über das Klauen. Ja. Platten aus Marmor. Und Lunex und Tara redeten über Gesichtsbehaarung. Alles klar. Aber sonst geht's euch schon noch gut. Würde ich sagen, ja. So, habe ich definitiv zu tun. Mhm. Der Haftsaal ist übrigens mittlerweile recht imposant. Ja, gut. Das heißt, unsere Häftlinge sind dann auch ein bisschen heavy. Aber nur ein bisschen. Das ist okay. Müssen wir eigentlich unsere Krankenstation dann auch ausbauen? Nee, eigentlich nicht. Ich denke, das ist im Moment noch nicht nötig. Okay. Widerstand ändert sich sauber. Das ist prima. Hey, da hat es eine exzellente Kommode. Ja, habe ja auch ich gebaut. Titel graue Aubergine. Es sind, ich glaube, mittlerweile fast alles, was ich baue, ist exzellent. Ja, deswegen haben wir ein schlechtes Doppelbett. Danke. Das war das erste, das ich gebaut hatte. Ja. Aber hey, ich lege gerade Boden. Ich forsche. Das ist richtig. Und da du forschst, heißt das, wir haben bald Geothermie. Yay! Richtig gut. Vielleicht haben wir auch irgendwann hier nochmal einen Stuhl oder zwei für unseren guten Tisch aus Holz. Das liegt vermutlich daran, dass wir kein Holz mehr haben. Ja, dann müssten wir halt was zum Abbauen in ein Ding gegeben. Ja. Gegeben haben. Genau. Nämlich. Und auch sonst sind wir sehr gut. Auf jeden Fall. Ja, ich verballer einfach mal die ganzen Marmorblöcke, die wir haben. Das ist okay. Oder auch nicht, wir gehen erstmal pennen. Ja. Der hat auch einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus. Wandert umher. Ja, lass ihn einen komischen Tag-Nacht-Rhythmus haben. Wie geht's eigentlich Tara? Tara geht's eigentlich dafür, dass sie Pessimist ist, ziemlich gut. Ach, Soraya hat übrigens unserem Gefangenen Gnade versprochen. Aha. Du hast Schmerzen. Das kommt Ach, vor. Ach stimmt, der Chris könnte was zähmen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir momentan schon in der Position sind, Dinge zu zähmen. Vor allem hat Chris in der Hinsicht überhaupt Skill? Doch, tatsächlich.
Ja, ja, Chris, sogar eine Passion dafür. Chris ist unser Tiertyp. Tiergirl. Nee, Lunex ist sogar bei Tiere besser. Nein. Doch, Lunex ist bei Tiere auf 8. Ja, Chris bei 7. Ach, Chris ist 7. Ich habe bei Jagen geguckt, Entschuldigung. Ja, mit dir darf man es halt nicht vergleichen. 2,2. Ja, Tiere kann ich nicht so. Ich kann dafür bauen. Du kannst bauen und du kannst einigermaßen heilen. Und ein bisschen Bergbau. Aber also ich bin der Konstrukteur schlechthin. Ja, korrekt. Das ist sehr gut so. Was tut Lunex? Lunex macht Bäume. Ich habe ein paar Bäume angegeben zum Fällen. Ja, das ist okay. Da ich ja noch sehr fleißig Boden lege. Ja. Und mit jedem Ding gelegter Boden unser Ganzes ein bisschen hübscher wird. Ja, deswegen lassen wir dazwischen hier so Flecken frei. Ja, ich bin da irgendwie inkonsistent. Ja, du mauerst dich auch selber ein, also. Das ist korrekt. Sollen wir eigentlich die Marmorbrocken hier wegtragen lassen? Welche Marmorbrocken? Die hier oben um den Geiss hier rum. Nö. Lass mal einfach mal machen. Da wir die verarbeiten, werden die am nächsten sind, geholt. Okay. Ja, aber da unser Weg bis da hoch inzwischen recht weit ist, weil wir ja hier so ein bisschen was bauen. Das ist vollkommen korrekt. Werden die vermutlich nicht ganz so zügig geholt. Wobei, vielleicht. Wir haben ja hier oben auch die Türen. Wir können allerdings... Das könnte ich eigentlich machen. Wir machen jetzt hier oben eine Abfallzone. Da. Mhm. Mal vorübergehend. Die Abfallzone stelle ich jetzt aber so ein, dass da nur Brocken her dürfen und sonst nichts. Da können wir da nämlich ein paar Marmorblöcke... Tara ist mit Pflanzen inzwischen schon recht gut. Mhm. Ein paar Marmorblöcke und dann hätte ich gerne noch ein paar Sandsteinblöcke. Ah, guck hier drüben. Sandsteinblöcke, da hat es noch mehr Sandsteinblöcke. Ist jetzt eigentlich... Und dann sind die nämlich in der Nähe. Ja. Also Widerstand ist noch bei 7. Aber ist relativ zufrieden. Ja. Und ist gesund. Korrekt. Ein Großhändler kommt vorbei. Warst nicht du sogar inspiriert in die Richtung? Inspiriert Handel, tatsächlich. Ja, dann darfst du mal labern. Das ist ein guter Plan. Ah, guck mal, ich bin ja gerade in der Nähe. Auch wenn ich sozialskillmäßig deutlich höher bin. Ja, aber wenn ich schon inspiriert bin und es läuft in 24 Stunden ab. Ja, okay. So. Können wir irgendwas verkaufen, was wir nicht mehr brauchen? Wir haben ein bisschen Fuchspelz, ein bisschen Bärenfell, ein bisschen Wolfsfell. Ich weiß nicht, wie sieht das aus? Winter kommt. Also klar, wir haben jetzt Sommer, aber... Bei uns wird es nie richtig kalt. Ja, wir können den ganzen Quatsch eigentlich verkaufen. Ja, dann mach. Wenn der sich das leisten kann, aber ja. Genauso den Muntermacher können wir verkaufen. Ja, weg damit. Dann haben wir im Grunde ein kaputtes Hemd, eine kaputte Hose, eine schlechte Hose... Hüte, die verkaufen wir nicht. Dü. Hat er irgendwas, was er verkaufen tut? Was Gutes. Wir könnten einen Truthahn kaufen. Und eine Truthenne. Aber ich wüsste nicht, ob wir das brauchen. Ich glaube nicht. Und sonst hat er eigentlich nichts, was wir nicht auch haben. Das heißt, wir verdienen uns einfach nur ein bisschen Geld. Ja, auch gut. Ja, ich denke, das ist okay. Wee. Ich bin nicht mehr inspiriert. Ja. Ja, no shit, Sherlock. Ich habe ja auch gerade gehandelt. Genau.
Chris arbeitet am Marmor. Hey, die ersten Marmorblöcke sind schon in unserer Zone. Ja. Quest aktiv. Nee, gerade nicht. Das ist okay. Die Quest interessiert uns aktuell nicht. Widerstand gesenkt. Auf 5,7. Mhm. Sehr gut. Hey, das nimmt richtig Formen hier. Ja. Und Chris liegt rum. Oh Gott. Ein Überfall. Wo? Zwei. What? Eine Piratengruppe der Fraktion die Hyänenmenschen ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Aber Vorsicht, sie scheinen ungewöhnlich klug vorzugehen. Sie vermeiden die Feuerreichweite von Geschütztürmen und bemerken einige deiner Fallen. Mhm. Welche Fallen? Intellektuell 1. Da hat's einen mit einem Schwert, ja. Und der andere hat eine Pistole. Und der macht was? Aktivität bewegt sich. Attackiert Lunex im Nahkampf. Guckt, dass Lunex reinkommt. Und dann treffen wir uns wieder hier unten an der Tür. Lunex schicke ich einfach mal hier hoch. Wo hoch? Hier oben hin. Ja, Hauptsache rein. Ja, Hauptsache mal rein. Bist du soweit? Und mich selber schicke ich mal im Nahkampf hier unten hin. Direkt neben die Tür hier, genau. Okay, von mir aus können wir. Und los. Ich hoffe, Lunex ist schnell genug drin, dass der dann unten rumkommt. Oh, der Vorteil ist, der Händler ist noch da. Lunex ist drin. Mhm. Jetzt gucken, was die zwei tun. Attackiert Windturbine. Nice. Wir lassen den einfach laufen. Der soll einfach auf den Händler losgehen. Die Händler sind Bogen, Nahkampf, ein Recurve-Bogen, noch ein Bogen, noch ein Bogen. Oh. Kopfschuss. Oh oh. Ich habe kurz pausiert. Schick du dich zu uns rüber. Ich gehe mit Tara direkt auf ihn los. Mhm. Nein, Tara wurde getroffen. Tara, geh du raus. Chris hierher. Jan daher, direkt hinter den. Komm her. Ha, down ist er. Okay. Okay, wir können alle mal... Moment. So. Dann lassen wir die einfach mal machen. Die sind beide tot. Mhm. Wo geht Tara hin? Verblutet in 20 Stunden. Entspannt sich mit anderen. Weil man auch sonst nichts anderes zu tun hat. Tara, würdest du bitte ins Bett gehen? Kannst du Tara dazu zwingen? Ja, kann ich. Bin gerade bei... Verarzt ihn bitte now. Sie. Ja, ich bin dabei. Mann. Wir brauchen auch wieder Gräber. Okay, dann mache ich auch wieder Gräber. Da drüber. So, dann haben wir wieder genug. Wir haben eine Pistole. Die haben 168 Silber fallen lassen. Auch gut. Das ist nicht übel. Und Tara hat eigentlich sehr gut gehandelt, bis auf den Kopfschuss, den er abbekommen hat. Aber ja. Sonst... Ah, du hast ihn schon verarztet. Ja, ich hab's priorisiert. Das ist gut. Bandagiert Qualität 70. Beschädigte Taras Kopf. Sieht aber nicht so aus, als ob das... bleibende Schäden nach sich zieht, das wäre sehr gut. Das wäre tatsächlich sehr gut. Der Händler ist immer noch da. Ja. Ja, Tara hat alles vollgeblutet. Mann! Natürlich.
Wäre ja sonst langweilig. Sehr schlimm, ey. Wie es hier aussieht. Die Handelskarawane zieht weiter. Das ist okay. Das können die gerne tun. Deswegen laufen die erstmal bei uns in die ins Batterielager rein. Das ist wichtig. Einfach mal kurz Hallo sagen. Ja. So. Chris arbeitet weiter. Wir pennen noch. Ja. Hat keiner von uns was abbekommen? Nein. Tatsächlich nicht. Keiner von uns. Ja, Lunix war ja nicht mal draußen. Aber das ist okay so. Aber ich habe starke Schmerzen. Ja, du hast immer starke Schmerzen. Der hat ja irgendjemand ins Auge abgebissen. Richtig. Und deswegen bist du jetzt dabei, Tara zu... Füttern. Füttern und pflegen. Und Tara ist wieder gesund. Yay! Vorteil am guten Medizinskill. Ja. So, Jan, was tust du? Was tust du? Ah, du tust Gräber ausheben. Ah, ne, eins. Nur eins. Ja, reicht ja erstmal. Warum auch mehr machen? Also, ich habe eine ganz, ganz merkwürdige Arbeitsreihenfolge. Ja. Das kannst du sehr gut. Vor allem, weil ich mehr rumtrage. Ah, ne, da fehlen Marmorblöcke. Okay. Ja, das mit der Effektivität, Jan, das... mach bitte... Danke, mach bitte die zwei Gräber zuerst fertig. Danke. Was machst du jetzt? Jetzt gehst du oben rum rein. Ich hab... Das ist fast wie im Real Life. Ja, die Logik dahinter müssen wir nicht verstehen. Schlimm. Aber die Aussage kam gerade von dir. Ich weiß. Ich weiß... Lunex trägt Dinge. Mhm. Ich entspanne allein. Weil entspannen ist wichtig. Ja, ich forsch. So, dieses Gladius aus Stahl macht 6,77 Nahkampfschaden pro Sekunde. Mhm. Tara hat einen Knüppel aus Stahl, der macht 6,27 Nahkampfschaden pro Sekunde. Also wäre der andere besser. Wenn auch nicht viel, aber wäre besser. Nahkampfrüstungsdurchdringung 19%. Das Schwert, Qualität schlecht. Nahkampfrüstungsdurchdringung 20%. Wir haben noch keine... Haben wir schon eine elektrische Schmiede? Haben wir überhaupt schon eine Schmiede? Nein, wir haben keine Schmiede. Nein. So weit sind wir noch nicht. Lassen wir das im Moment mal noch, weil das Teil ist schon ziemlich beschädigt. Und die Qualität ist kacke. Ja. Was zum Teufel mache ich? Beten. Meditieren. Ah, meditieren. Okay. Und ich versuche jetzt zu rekrutieren. Also ich palaber den. Ja. Einfach mal ein bisschen palabern. Ja, der lässt sich halt belabern, wandert aber einfach nur umher. Ja. Aber zumindest geht der Widerstand runter. Hey, ich fühle Löcher. Chris, willst du mal wieder was kochen? Wir haben doch... Bei 11. Ja, wir haben noch 11 Mahlzeiten. Alles entspannt. Mhm. Wenn wir jetzt noch mal eine Person mehr werden, dann sollten wir das aber wieder hochdrehen. Das ist vollkommen korrekt. Lass mal gucken. Wir sind auf... Ah, Chris kocht erst, wenn es weniger sind. Und wir halten 25 vor, also. Ja, okay. Ja, okay. Ich denke, jetzt wird dann Chris wieder kochen. Vermutlich. Nee, 10. Wann habe ich gesagt, wenn er wieder Pause aufheben bei 12? Hä? Wir haben Herzchen über uns. Ah. Okay. Ja, Pause aufheben bei 12, dann... Wenn wir da Herzchen haben, haben wir dann auch Kerzen an? Wir haben keine. Wir haben nur eine Lampe. Eine Stehlampe. Keine Romantik hier.
Schrecklich. Die schlafen alle bei Licht. Was soll denn das? Ja, das ist... Sind das alles solche Schisser? Nein, das ist Jahr 5500. Ah, okay. Du meinst, es gehört sich so. Ja, das ist mittlerweile so. Wir können uns auch Fackeln reinstellen, dann wird es auch heiß. Toll. Prima. Zeitplan, alles. What? Ja. Warum habe ich Tara auf mehr schlafen als alle anderen? Das geht ja nicht. Ja. Warum tue ich sowas? Ist ja unbelievable. Lass die Nacht schneller rumgehen. Geh mal auf mich und dann auf sozial. Und schau mal, was ich denn so gefragt habe. Fragt über seine Liebhaber aus. Fragen über das Loslassen alter Freundschaften. Und du sprachst mit Chris über Essen. Ja. Ich fragte ihn über seine Liebhaber aus. Ja. Heißt es jetzt, du wirst nachher noch von noch einer Person mehr umgarnt? Ich weiß nicht, ob es geht, aber das ist, glaube ich, möglich. Toll. Bin mir aber nicht sicher. Aber er kann mich eh nicht leiden. Noch nicht. Okay, was tust du uns noch an? Bisher? Ja, bisher. War das eigentlich ziemlich gut. Sollte noch irgendjemand hier putzen? Ja, nachdem Tara der Meinung war, alles voll zu bluten. Ich gebe auch mir nach wie vor keine neuen Aufträge, weil ich will erstmal, dass alles erledigt ist, was erledigt ist. Und dann will ich gucken, dass unsere Killbox... was wird? Weil sonst wird das nichts. Mhm. Die Pappel könnte man eigentlich auch mal wegmachen. Wow. Ich sag gerade noch, mir keine neuen Aufgaben geben. Ja, ich ging nicht davon aus, dass du das machst. Ja, okay. Hey, Chris kocht. Hui. Jan, willst du nicht gleich... Ach, du machst gleich den Boden fertig. Okay, dann kann ich jetzt mal umstellen auf Sandsteinblöcke im Moment. Mhm. Denn... Killbox. Ja. Dann kann man die nämlich bauen und auch... gucken, dass wir in der... Das machen wir aber gleich. Machen jetzt hier eine Anbauzone rein. In dem Bereich. Aber in der bauen wir nichts an, sondern entfernen nur Pflanzen. Okay. Mehr nicht. Dann werden einfach nur die Pflanzen da drin entfernt und dann haben die Gegner, die reinkommen, sie nichts, um sich in Deckung zu geben. Mhm. Das passiert jetzt automatisch. Du kannst jetzt auch was zählen. Schön. Und Chris ist untätig. Ich bin gleich fertig mit Forschen. Das ist okay. Warum ist Chris untätig? Weil... Chris nichts zu kochen hat. Entspannt sich mit anderen. Schon wieder ein Überfall. Okay. Sie werden sich auf ihren Angriff vorbereiten. Plane deine Verteidigung oder greife sie präventiv an. Vielfraß mit einem Bogen. Raka mit einem Bogen. Und Känguru mit einem Messer. Na toll. Die bereiten sich vor. Habe ich Teile da? Wie schnell? Okay, jetzt pass auf. Mhm. Ich hoffe, ich kriege das in der Zeit hin. Also Tara hängt übrigens hier unten ab. Ich weiß. Sandsteinwand. Können wir uns das leisten? Ja. Okay. Eine Sandsteinwand hier. Die mache ich jetzt als erstes. Mhm. Jan, wo bist du?
Mach das mal jetzt als allererstes, bitte. Die Raka wäre ziemlich gut im Bergbau. Wir haben schon Bergbau. Ja, ich meine ja nur. Ich hoffe jetzt mal, dass ich zumindest die Sandsteinwand hinkriege. Ein Stück weit. Mhm. Nein, ich muss erst was essen. Sodass die sich nicht verteidigen können. Es wird dunkel. Ich hoffe, die greifen noch nicht an. Doch, die greifen jetzt an. Verdammt. Okay. Gut. Wir treffen uns alle wieder, wie üblich, hier. Mhm. Lunex auch, oder hat nur einen Knüppel aus Stahl? Ist das sinnvoll, wenn der mit die mit dabei rumhüpft? Dabei bleiben, ja. Wow, dies. Oh nein, Tara läuft genau in die Reihen. Das ist nicht gut. Tara läuft bitte da hoch. Oh nein, das geht voll schief. Mhm. Vielfraß und Känguru. Der eine ist Fernkämpfer, der andere ist Nahkämpfer. Nee, Tara, renn. Renn durch, vielleicht reicht's. Tara hat nur einen Knüppel. Ja. Tara hat aber den Vorteil, dass sie relativ schnell ist. Komm, lauf. Ja. Schlag du ruhig da drauf, das ist okay. Weniger. Mhm. Tara ist leicht verletzt. Chris ist leicht verletzt. Tara, da hoch. Chris, hinter den Baum hier vorne. Chris hat weniger Reichweite. Geh du mal hinter den Baum hier. Ja, er soll unsere Kühlungen schlagen, die können wir reparieren. Er versucht, Chris zu treffen. Mhm. Er trifft nicht. Das ist okay. Au. Hat Chris getroffen? Mhm. Okay, einer weniger. Ja. Der Vielfraß flieht. Chris. Hinterher. Oh, nee. Wie stark ist Chris verwundet? Ein Schnitt, keine unmittelbare Gefahr. Behandeln? Ja, klar. Raka. Oh. Verblutet in 6 Stunden. Nervige Stimme, hart arbeitender Kurzschläfer. Kann aber im Grunde nichts, was wir brauchen. Gefangen nehmen? Warte mal, ich habe hier gerade einen Müll gemacht. Warum? Warum? Ich habe Lunex angegeben, Chris zu behandeln. Das kann man ändern. Jetzt tut Lunex sich ausruhen. Ich behandle die Raka jetzt, weil wir brauchen eigentlich keinen weiteren. Ohne Medizin. Dann kann ich meinen Medizinskill ein bisschen üben. Training ist alles. Willst. Na komm. Will Chris nicht. Ruh dich aus, bis du geheilt bist. Ja, bitte. Kollege. Tara hoffentlich auch, ja. Okay. Raka stirbt nicht. Oh. Oh, mit der. Fangen und verkaufen. Ja, ich denke. Ja. Fangen und verkaufen. Das Gute ist, der Widerstand von
Dieser Croix. Ja, genau. Ist niedrig. Ist fast nicht mehr da. 0,9, ja. Das heißt, können wir ziemlich bald rekrutieren. Mhm. So, die anderen sind tot. Jo, das ist okay. Das ist tatsächlich soweit okay. Ja, was soll ich denn machen? Also, ganz ehrlich. Wir haben keine Kühlung mehr, weil die uns beide kaputt gemacht haben. Temperatur. Überwandkühlung. Machst du bitte neue. Einmal da. Einmal da. Jan, bist du fit? Nein, bist du nicht. Okay. Jan ist definitiv alles, aber nicht fit. Wie geht's Chris und Tara? Chris muss noch behandelt werden. Mhm. Chris blutet. Und Tara ist auch noch nicht behandelt. Okay. Ich behandle mal Chris und danach Tara. Guter Plan. Lunex geht Tote vergraben. Das ist okay. Guter Plan. Dann liegen die nicht länger rum. Raka kann wieder laufen. Ja. Schon wieder eine Frau. Ja, aber wollen wir ja nicht behalten. Nicht zwingend, ne. Moment, bringt uns das was? Wir könnten einen Rufgewinn bei denen erreichen, wenn wir sie freilassen. Mhm. Das wäre eine Option. Irgendwas ist gerade getötet worden. Da ist ein toter, verrottender Truthahn. Toll. Hier unten liegt Kräutermedizin. Ja. Yeah. Irgendwas wurde doch gerade... Tara ist wieder gesund. Sehr gut. Tara hat auch einiges verblutet. Also alles wie immer? Jo. Tara blutet uns alles voll. Wir müssen dringend putzen. Mhm. Das sieht ja schlimm aus hier. Hallo, Hund. Aua. Da will einer Aufmerksamkeit. Uno momento. Ja, ich bin ja da. Forschung abgeschlossen. Geothermie. Nice. Dann erforschen wir jetzt Gastroglader, würde ich sagen. Dass wir ordentliche Waffen machen können. Jo, und los. Attacke. Ich hab so lange einen Hund auf dem Schoß. Das ist ein Hund auf dem Schoß. Das ist okay. Hallo, Hund. Ich baue Kühlungen. Gut. So. Haben die gleich mal eingestellt, die erste, dass es vielleicht da drin wieder ein bisschen kalt wird. In unserem Kühlraum hat es aktuell 33 Grad. Köpfe, geht's nicht gut? Ja, ich hab dich auch nicht. Ja, der Hund muss... Hund, du musst jetzt warten. Mann. Wird es da jetzt drin wieder kalt? 16 Grad, 15 Grad, 14 Grad, 13 Grad, Gott sei Dank. Es ist, wow, es ist sehr warm. Wir haben aktuell 41 Grad draußen. Ja, wie warm ist es denn in den Räumen? Wir haben eine Kühlung eingebaut. Ja, aber ich frage trotzdem. Die Räume sind angenehm bis auf unseren Aufenthaltsraum. Ja, weil der keine Kühlung hat. Der hat auch keine Kühlung, das ist richtig. Allerdings haben wir ja den Kühlschrankbereich. Du hast den Widerstand unseres Gefangenen gebrochen. Der Hund schon wieder. Rekrutierungsversuche werden eingeleitet. Sehr gut. Rekrutiere ihn. Und Chris ist wieder gesund. Yay! Prima. Ja, Chris kocht auch direkt. Hatten ja auch nur noch 11 Mahlzeiten. Das ist richtig. Und ich mache jetzt Sandsteinblöcke, oder wie? Hund! Hey, geh mal auf den Platz. Ja, was ist denn, Schatz? Das
ist nicht dein Platz. Wenn er also spielen. Soll er spielen? Den ganzen Tag liegt er rum und pennt. Und kaum nehmen wir was auf, zack, Hund da. Schlimm. Das ist so ein Fall von, ich habe gehört, dass ihr was machen wollt. Ich bin jetzt auch da und brauche Aufmerksamkeit. Das ist vollkommen korrekt. Habe ich da... Ja. Meine Frau gibt dem Hund Aufmerksamkeit. Das heißt, ich kümmere mich jetzt hier gerade mal ums Zeug. Beziehungsweise kümmere mich nicht, weil es geht gerade genau nichts. Okay, die Wand hier ist fertig. Oh, nice. Nice. Wir machen jetzt als erstes was ganz anderes. Zum einen platzieren wir nochmal Licht. Einmal hier. Und dann platziere ich Licht in der Killbox. Ich weiß, es klingt total bescheuert, aber... Ja, erklär jetzt mal, warum machst du Licht in der Killbox? Weil, dass wir was sehen bei Nacht, wenn wir angegriffen werden. Mhm. So, Sicherheit, Minigeschütz. Sind ein bisschen teuer, aber das ist okay. So, die müssen im Grunde stehen. Unser Haftsaal ist verschmutzt. Da. Unsere Krankenstation ist verschmutzt. Machen wir mal 3 Geschütze. Und für uns was zum Dahinterstehen. Ja, bitte. Das sieht doch ordentlich aus. Ja. Und es sollte irgendjemand bloß noch die Pflanzen entfernen. Kommt auch noch. Ja, kommt. Wir haben so viel in Auftrag gegeben. Dann stehen zumindest mal die Geschütze, wenn das fertig ist. Es kann nur sein, wir haben 9 Bauteile. Die reichen genau für die Geschütze. Yay! Yay, wir haben einen Rekruten. Das ist dann deiner, übrigens. Ja. Und Isacroix kriegt jetzt erstmal einen neuen Namen, weil... Das kann ich nicht aussprechen, das funktioniert nicht. Genau. Der Zurückgezogene. Das ist okay. Der ist ja auch gerade mal 18. Hey, der hat eine sehr gute Meinung von mir, von dem her. Das ist nämlich der liebe Tibor. Tibor! Aha. Zeitplan. Zeitplan? Ja, Arbeit von Tibor. Ah, stimmt. Also zum einen erstmal ist eh ein Kurzschläfer, von daher ist... Nee, ist kein Kurzschläfer. Ach, ich... Ist alles gut. Feuerwehrpatient, Arzt, Hilfsarbeit, das ist korrekt. Was kann er denn richtig gut? Schmieden kann er gut, den können wir auf 3 lassen. Waldarbeit braucht man eigentlich gar nicht. Bergbau kannst du auch auf 4 setzen von mir aus. Feldarbeit braucht man nicht. Forschen braucht man nicht. Reinigen und Transport würde ich ihn jetzt auch auf 2 setzen. Mhm. Und Handwerk auf 3. Handwerk 3, Schneidern 3, Schmieden 3. Ja. Bergbau 4. Genau. Und Reinigen, Transport. Jo, genauso. Und dann machen wir in seinem Zimmer vielleicht auch noch das Licht an. Wow! Kurzschluss. Super. Geht da vielleicht mal jemand Feuer löschen? Ja, Tibor ist schon da. Tibor putzt. Ja. Wie wär's mit Pflanzen entfernen? Oder geht das so gar nicht mehr? Offenbar nicht. Das hat doch mal prima funktioniert. Ah, doch. Nee, du hast... Nee, ich habe das eine separat angewählt. Warte mal, wenn ich jetzt... Ja, nee, geht so nicht mehr. Dann müssen wir alle separat anwählen. Nein, müssen wir nicht. Sondern? Wir nutzen den Befehl Pflanzen entfernen. Ja, oder so. Wir haben jetzt übrigens keinerlei Strom.
Kein Puffer mehr, ne? Puffer aktuell. Aber alles entspannt. Wir haben 147 Sandsteinblöcke. Plane ich weiter. Mhm. Oh, das reicht. Lassen die in der Mitte reinkommen. Für Kräutermedizin oder schlechter für Tibor, oder? Ja. So wie bei das uns. Das hatten auch. Wir noch nicht geändert. Oh. Nee, mach ich nicht. Doch, mach ich. Ich mach Quatsch. Das war ja irgendwie zu erwarten. Hä? Nee, bin ich jetzt doof? So rum. So rüber. Ja, aber dann kommt man gar nicht rein. In ein Labyrinth. Mhm. Aber da machen wir keine Türen oder so rein. Sondern lassen offen. Genau. Weil dann sehen die das als offenen Weg. Und den einzigen offenen Weg in die Base. Und dann kommen die nämlich hier durch. Wenn unsere Geschütztürme stehen, alle drei, dann geht da was. Ja, okay. Wie wäre es eigentlich, wenn wir hierüber auch eine Mauer ziehen? Ich würde die Windturbinen früher oder später abreißen. Ja, aber momentan sind sie unsere einzige Stromversorgung. Momentan. Wir brauchen mehr Bauteile. Wir brauchen definitiv deutlich mehr Bauteile. Du meinst so Schiffsteile? Schiffsteile und... Die dann auf Abreisen. Oh, wir haben da einen toten Truthahn. Hallo. Ja, der Timberwolf, der hier rumrennt, hat sich einen Truthahn gecached. Schiffsteile abreißen. Ja. Yeah. Ich dachte, ich hatte ja gesagt. Nein, hast du nicht. Dann habe ich jetzt ja gesagt. Weil hier drüben hat es auch noch einige Schiffsteile. Ja, was tust du denn? Du konsumierst eine einfache Mahlzeit. Ja. Ich bin durchnässt und hungrig. Ich habe mal die Schiffsteile in Auftrag gegeben. Mhm. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir den Mittelteil unserer Base, ob wir da ein Dach drüber machen. Einfach nur ein Dach. Die Wände offen lassen, aber nur ein Dach drüber machen. Dass nicht alle immer sich beschweren, dass sie nass sind. Ja, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Eine Eiche kann nicht überdacht werden. Wo ist deine Eiche? Ach, die. Ja, dann... Wow! Das war knapp. Das war wahnsinnig knapp. Uiuiuiui. Jetzt hat sich erledigt. Ja, hier draußen brennt's. Trockene Gewitter und so. Tara entfernt fleißig Pflanzen. Mhm. Wieso auch immer die Pappeln nicht entfernt werden? Ja, weil die zum Holzhacken sind. Wenn ich sage Pflanzen entfernen. Ja, das ist nicht entfernen. Du musst sie schon ernten. Ich weiß nicht, warum es die Pflanzen zum Teil nicht genommen hat. Ich kann es dir auch nicht sagen. Aber hey, es wird langsam, aber sicher wird's. Ich penne übrigens noch. Ja. Das ist aber okay. Ich darf auch mal schlafen, ja? Hab ich irgendwas dagegen gesagt? Nö. Ich wollte einfach nur erwähnen, dass ich auch mal schlafen darf. Ja, okay. Was habe ich denn eigentlich für ein Gewehr? Ich habe ein Repetiergewehr. Was
kann denn mein Repartiergewehr? Das macht Schaden, nicht Nahkampfschaden, Schaden 18. Mhm. Genauigkeit sehr hoch. Und da ich ein sehr guter Schütze bin, wäre es ja sinnvoll, dass ich was Präzises, Langstreckenwaffenmäßiges behalte. Ja. Was kann denn unser guter Tibor? Weil der trägt der hat keine Waffe. Fernkampf und Nahkampf jeweils 2. Dann kannst du mal. Wir haben doch die Pistole. Gib ihm die Pistole vorerst. Sobald wir automatische Waffen machen können, bekommen die, die nicht gut schießen können, automatische Waffen. Weil dann ist es egal, ob sie nicht gut schießen. Irgendeine Kugel wird immer treffen. Ah, ich baue endlich weiter. Okay. Mhm. Und die Pflanzen sind fast alle weg. Ja. Das ist sehr gut. Ich will aber trotzdem keinen Boden hier reinlegen. Weil Laufgeschwindigkeit. Mhm. Das hat jetzt Laufgeschwindigkeit 87%. Sobald wir einen Boden reinlegen, ist die Laufgeschwindigkeit höher. Ja, das muss nicht sein. Das wollen wir nicht. Nein, nein, nein. Niemand will eine hohe Laufgeschwindigkeit. Hä, wir haben doch 9 Bauteile. Inzwischen, ja. Ne, wir hatten die ganze Zeit schon 9 Bauteile. Wieso baut keiner... Wieso baue ich... Oh... Wir haben keinen Stahl. Da klimmt's. Das ist etwas ungeschickt. Hier unten haben wir noch Stahl. Das kann eh weg. Dann lassen wir das mal komplett entfernen. Huch, Entschuldigung. Falsche Taste. Oh ja, das kommt vor. Wieso ich das? Aber ist es... Es wird langsam aber sicher richtig hübsch bei uns. Unser Hund spielt mit einer Motte. Ja. Kann man tun. Na, siehst du, Chris und Lunex sind schon arbeiten. Ja, die sind fleißig dabei und Tibor trägt schön fleißig das Zeug dann weg. Ja, das ist top. Wir tun bei Raka mal den Widerstand reduzieren, würde ich sagen. Mhm. Schön, dann habe ich wieder eine Aufgabe mehr. Ja, nicht so tragisch. Du bist mit der Forschung so schnell unterwegs. Wir sind auf Stahlreste gestoßen. Ja, nur shit, Sherlock. In den Stahlresten hatte es Stahlreste. Ja. Das ist unbelievable. Da geht ja gar nicht, du. Unbelievable. Pennen alle schon wieder. Ja. Sag mal. Es ist halt am Pennen. Ja, ja. Ich bin durchnässt. Ja. Aber hey, unsere Base sieht langsam wohnlich aus, finde ich. Ja, es wird. Es wird richtig wohnlich. Wir haben einen recht imposanten Freizeitraum. Ja, der sogar sauber ist. Nein, der Freizeitraum. Also der hier außenrum. Das ist Freizeitraum. Und das drin ist ein sehr imposanter Freizeitraum. Ja, der hier draußen ist ein Freizeitraum, weil wir doch irgendwo das Hufeisending haben. Hier oben steht der Hufeisenstab. Und du spielst Billard mit dir selber. Ja. Ja. Kann man machen. Jan, wieso schläfst du immer noch? Wie geht's eigentlich, Lunex? Hat leichte Schmerzen und ist ein bisschen hungrig. Lunex wird aber, glaube ich, immer leichte Schmerzen haben, ja. Und Chris hat eine Schnittnarbe und somit... Oh, nur hungrig, hat keine Schmerzen.
Chris ist glücklich, weil er jemanden sterben gesehen hat. Und was? Chris ist glücklich, weil er jemanden getötet hat. Oh, super. Wegen blutrünstig. Oh, stimmt. Chris ist blutrünstig. Das ist ja, Chris braucht definitiv ein Maschinengewehr. Da ist die Schrotflinte nicht genug. Wenn wir die so glücklich machen können, dann... Alles klar. Attacke, Minigun. Chris macht das in Zukunft alleine. Da habe ich nicht drauf geachtet. Auf Blut. Ich hatte noch nie einen blutrünstigen Kolonisten. Wie weit bin ich denn hier unten mit unserem Labyrinth? Ja, es wird. Es wird. Bis auf das, da, wo es sinnvoll wäre, noch nicht fertig ist. Ja. Dann sollten wir gucken. Warum wächst hier unten schon wieder was? Ja, weil Grünzeug und so. Ja, okay. Grünzeug wächst halt nun mal. Wir sollten gucken. Wo wir Zeug in Zukunft in Auftrag geben, weil wenn das Labyrinth steht, müssten wir hier immer da durchlaufen. Ja. Oh, ich mach den ersten Geschützturm. Wee. Ich mach den zweiten Geschützturm. Wie sieht's denn da mit Munition aus? Brauchen die nicht. Den müssen wir nur irgendwann reparieren, weil der Lauf beschädigt ist. Ja, okay. Aber wir haben jetzt 3 Geschütztürme. Wuhu. Die genau so weit schießen, siehst du, wenn du jetzt auf den mittleren klickst. Ja. Du siehst seine Gesamtreichweite. Ja. Erst wenn die hier raus sind, kann der schießen. Und der ganz links kann erst schießen, wenn die noch ein Stückel weiter raus sind. Richtig. Und der ganz rechts kann auch schießen, wenn sie raus, aber erst wenn sie raus sind. Mhm. Das heißt, die haben keine Deckung. Genau das war der Plan. Weil theoretisch, Tibor hat nicht ganz die Reichweite. Und ich glaube, der Einzige, der die Reichweite bis darunter hat, bin ich. Mit dem Repetiergewehr. Möglich. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Da bin ich. Mein Repetiergewehr. Okay, nein, das hat noch viel mehr Reichweite. Das hat noch viel mehr Reichweite, okay. Ja, für mich hätte ich eigentlich gern sowas wie ein Scharfschützengewehr oder so. So richtig mit hoher Präzision und so Zeug. Weil ich halt der Schütze bin. Mhm. Bist du nicht auch Schütze? Ich habe mal einen Fernkampfskill von 10. 10, ja, weil ich habe ja 14, mein Konstruktionswert ist mittlerweile 19,34. Ich bin globaler Großmeister. Was? Yep. 20 ist, glaube ich, Maximalskill. Da bin ich demnächst. Das heißt, die Chance, dass ich legendäres und meisterliches Zeug herstelle, ist sehr hoch. Raka hat eine nervige Stimme. Mhm. Es ist hart arbeitend und Kurzschläfer. Ja. Nervige Stimme kenne ich auch, Leute. Ich beziehe es aktuell mal nicht auf mich, von dem her alles gut. Ich habe dich geheiratet, so nervig kann deine Stimme nicht sein. Das ist ein Argument, das lasse ich mal gelten. Ich würde mal sagen, das ist ein ziemlich gutes Argument. Ey, du nimmst sogar mit mir Videos auf, von dem her. Stimmt, und das ist sogar ziemlich viel. Ah, übrigens, wer übrigens bis hierher geguckt hat, darf jetzt was in die Kommentare schreiben. Weil ich glaube nicht, dass Rimworld irgendjemand zu Ende guckt. Ich bezweifle es. Es wurde gefragt wegen Space Engineers. Coop kommt auch... Also, wir haben nicht aufgehört. Wir hatten nur einfach keine Zeit. Space Engineers Coop ist ein riesiger Zeitaufwand. Für uns zum Aufnehmen und für mich zum Schneiden. Und Zeit ist sowas, das ist bei uns in den letzten Wochen sehr Mangelware gewesen. Ja, genauso Mangelware wie unsere Küche, weil aktuell ist unsere Küche nicht vorhanden. Naja, also der Raum ist schon da. Ja, der Inhalt dazu fehlt aber noch. Der Inhalt dazu fehlt und das wird noch ein bisschen dauern. Aber ich denke, wir kriegen in den nächsten Wochen auch wieder Coop hin. Die wollen doch nur sehen, dass ich wieder nichts triff. Ich weiß gar nicht, wo waren wir? Wo müssen wir demnächst als nächstes hin? Müssen wir gucken, wenn es soweit ist. Wir haben hier eine tote Truthenne.
Ich glaube, bevor wir die nächste Koop-Folge aufnehmen für Space Engineers, müssen wir es erstmal anschauen, wo wir denn waren. Ich weiß, wo wir waren. Schön. Komm schon, steht nochmal auf. Jan, mach dein blödes Labyrinth hier unten fertig. Tibor ist zumindest mal was am Essen. Warum trägt er eigentlich das Essen aus dem Lager da hoch? Tibor trägt Truthenne. Dann zu essen. Ja. Und Lunex spielt Billard am frühen Morgen. Dinge, die man machen kann. Wollte ich gerade sagen, Dinge, die man machen kann. Ja, aber die Schiffsteile, die hier oben rumliegen, die haben sie noch nicht eingesammelt. Das muss, glaube ich, machen. Und da ich zu viel zu tun habe... Wird das nichts. Irgendwann einen zweiten Konstrukteur wäre nicht schlecht. Kann irgendjemand von uns konstruieren? Chris, ein bisschen. Komm, dann lassen wir... Ah nee, Chris ist aber unser Koch. Tibor wäre im Handwerk bei 6. Nein, bauen. Bauen? Bauen. Konstruktion. Hat nur 3. Da wird Tara schon mal besser. Richtig. Und Lunex. Richtig. Und Chris. Richtig. Ich nicht. Nee, du nicht. Du hast... Nicht. Nee, aber wenn wir einen Konstrukteur mit Konstruktion 19 bzw. fast 20 haben, wäre es etwas dämlich, wenn wir dann einen mit 4 nehmen. Ja, andererseits wäre es manchmal vielleicht ganz gut, wenn noch eine zweite Person etwas Ahnung davon hat. Ja, das ist vollkommen richtig, weil... wenn alles einer macht, dann dauern manche Sachen eben entsprechend länger. Wisst ihr, was wir auch planen können? Einen Geothermie-Generator. 8 Bauteile, 340 Stahl. Mhm. Den bauen wir aber noch nicht. Ich plane den jetzt nur. Okay. Weil von dem aus... Weißt du, was das Blöde dabei ist? Was denn? Das steht direkt an unserer Killbox dann. Das ist okay. Um den kommt noch eine doppelt dicke Mauer rum, bis auf hier. Dann kann den keiner angreifen. Ich muss in den nur eine Tür reinmachen, dass wir reparieren können, falls was kaputt ist. Ja, okay. Weil die können halt doch auch kaputt gehen. Chris schlachtet... Lunex, Tara und Tibor kümmern sich um die... Stimmt, Tara ist ja das Pflanzengirl. Mit 10,59. Pflanzen. Ja. Knapp hinter dir. Du hast mittlerweile intellektuell 15. Ja. Das halt auch, ne? Ja, muss ja auch die ganze Zeit forschen hier. Müssen tust du erstmal gar nichts. Aber doch. Du tust's. Du gibst die ganze Zeit in Auftrag, also muss ich. Ja. Ja. Oh, es gibt eine Minigun. Die ist unpräzise, wie scheiße. Aber... Dann lässt man die aber auch weg. Schüsse pro Feuerstoß. 25. Nee, die ist gut. Alle, die nicht schießen können, bekommen eine Minigun. Na, okay. Dann kann kommen, wer will. Ja, ja. Ah. Bestes Lied aus dem Soundtrack. Ich brauche irgendwann noch den RimWorld-Soundtrack. Den habe ich immer noch nicht. Ja, okay. Der ist toll. Was tue ich denn schon wieder? Wo treibe ich mich rum? Ah, ich habe das... Und die Gastroglader sind fertig. Nice. Okay, was forschen wir als nächstes? Weiß ich nicht. Lass ich dich entscheiden. Lass du mich entscheiden. Muss ich ja. Ich habe keine Ahnung davon. Hilft. Was, dass ich keine Ahnung habe oder dass du entscheidest? Dass ich entscheide. wir könnten zum einen Teppiche herstellen, aber wir sind eigentlich relativ schön. Die sind jetzt weniger wichtig. Verteidigung ist eigentlich das Wichtigste. Ja, dann los. Dann würde ich jetzt aber eigentlich sagen, wir machen die Mikroelektronik als nächstes. Ja. Machen wir als nächstes Mikroelektronik. Um wirklich weiterzukommen, außer Sachen wie Intensivbetten und Medizinherstellung, brauchen wir Mikroelektronik. Dann das.
Das heißt, ich kann dann Waffen in Auftrag geben. Mal gucken, welches Vollautomatikflinte. Fahren Sie mehr über Vollautomatikflinte. Schaden 18, Schüsse pro Feuerstoß 3. Okay. Was haben wir noch? Eine schwere MP und ein leichtes Maschinengewehr. LMG macht 6 Schüsse pro Feuerstoß. Hat eine okay Reichweite. Ist präziser. Machen wir eine LMG. Und die schwere MP. Wäre es nicht sinnvoll, Tara auch bauen zu lassen? Tara lernt zu langsam, dass es sich lohnen würde. Wenn, dann brauchen wir wirklich jemanden, der eine Passion dafür hat, dass er schneller was lernt. Gut, dann ist es Chris. Und Chris ist halt unser Koch. Aber ich kann Chris theoretisch mitbauen lassen. Ein bisschen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Waffen in Auftrag geben. Genau. Ich wollte ein leichtes Maschinengewehr. Moment. Tibor kann nicht gut schießen, richtig? Gar nicht. Tibor kann nicht schießen. Kann Lunex... Lunex ist eine gute Nahkämpferin, genauso wie Tara. Ja, Lunex ist fernkampfmäßig. Die sollten unsere Nahkämpfer bleiben. Ja. Tibor ist Fernkampf und Nahkampf. Du hast beides mal. Nur einen Revolver. Ja. Du hast nur einen Revolver. Du bekommst eine schwere MP, weil die eine Menge Schaden macht. Mhm. Und ich bleibe bei meinem Repartiergewehr, weil sobald wir die Mikroelektronik erforscht haben, können wir Präzisionswaffen erforschen. Mhm. Und dann kann ich nämlich Präzisionsgewehre herstellen. Das macht fast doppelt so viel Schaden wie mein jetziges Gewehr und ist noch präziser. Ja, okay. Und dann können wir auch Sturmgewehre herstellen. Auch mit sehr hoher Reichweite. Ja. Also, ja, aber die Mikroelektronik brauchen wir. Und sobald wir die Mikroelektronik haben, müssen wir einen Hightech-Labortisch bauen. Der hoffentlich hier mit reinpasst. Ja, der passt rein. Das Gute ist, Konstruktionsfähigkeit benötigt 6. Bis dahin habe ich die 20 voll. Gut, und damit würde ich sagen... Bedanken wir uns nun fürs Zusehen. Wünschen euch noch einen schönen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Und tschüss. Und tschüss.